Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode, ja, haben wir Hartmut so weit verfolgt, bis er sozusagen in dieses Bright Falls AWE Teil gekrochen ist, würde ich mal eher sagen. Ja, ich schätze mal, das ist der letzte Kampf gegen Hartmut. Daher bin ich mal gespannt, oder besser gesagt, ich sehe mich mal um, was ich so ändern noch kann davor. Ich glaube, wir sind ziemlich gut ausgestattet. Und ich würde sagen, los geht's. Oh wow, es sieht ja. Oh. Okay, das ist schon die Dunkelheit. Ja, da lief's nicht so gut bei euch, Jungs. Aber einen Snackautomaten, den gibt's noch. Nice. Ach Gott, das sieht schon nicht gut aus. Und da ist er ja auch schon, da unten. Ach Gott. Aber warte mal, wird er mich nicht sofort angreifen, sobald ich hier rausgehe? Bright Falls, AWE. Noch ein Modellnachbau. Wie der von Ordinary. Was hier wohl passiert ist? Hey, hier kann ich Unterstützung anfordern. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ganz ehrlich. Gehen wir mal hier lang. Ah. Befragung von Alice Wake. Hintergrund. Nachdem sie die Behörde kontaktiert hatte, wurde Alice Wake am, was auch immer, 2017 ins älteste Haus gebracht und befragt. Das vollständige Transkript findet sich in Akte, was auch immer. Zusammenfassung. Die Befragung wurde von den Agenten Shah und Dempsey durchgeführt und ergab, dass Mrs. Wake wiederholt nächtliche Besuche von ihrem vermissten Ex-Mann in ihrer Wohnung in New York erhielt. Adresse, was auch immer. Mr. Wake taucht aus dem Nichts auf und stürzt sich aus dem Flur auf sie. Ihren Eindrücken zufolge wirkt er wahnsinnig und furchteinflößend und hegt ihr gegenüber gewalttätige Absichten. Mrs. Wake glaubt, dass er sie heimsucht und besteht darauf, dass er nicht Alan ist, sondern ein verficktes Monster in seinem Körper. Okay. Aus Angst vor diesen Besuchen schläft Mrs. Wake nicht mehr. Wenn sie nachts das Licht eingeschaltet, zerspringt die Glühbirne im besagten Flur. Das könnte auf die Involvierung von was auch immer hinweisen. Weitere Untersuchungen erforderlich. Wir empfehlen, Überwachungsgeräte in der Wohnung zu installieren. Kopien des Antragsformulars L5014 wurden an Mr. Kirkland und die Verwaltung geschickt. Da ist er doch. Und da ist das einzige Licht. Liebe ich. Schicken Sie einen Ranger. Anweisung von oben. Schalten wir sie aus! Ja. So, Ranger. Es wird... Okay, Hartmann. Werd nicht noch krasser, als du jetzt eigentlich schon bist. Und
Okay. Okay, er geht doch nicht gleich auf mich, okay. Dies sind die Notizen von Dr. Emil Heim. Ich setze meine Arbeit fort, wieder an einen, da gewisse Patronen die günstige Gelegenheit nicht ergreifen wollten. Trotz meiner großzügigen Angebote liefen die Gespräche ins Leere. Einige Leute wissen Kooperation nicht im selben Maße wie ich zu schätzen. Doch ich denke nun, dass es besser so ist. Denn die mutige Pionierarbeit, die ich leiste, wird von den Fesseln der Bürokratie und Regulierungen ohnehin ständig behindert. Ich war schon immer auf der Suche nach solchen Menschen. Ich hoffe also mal, dass ich mit Alan Wake kollaborieren könnte. Zusammen hätten wir Kunst erschaffen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Doch Wake war ein Sturkopf und Egoist. Typisch Schriftsteller. Und daher enttäuscht. Aber nun ist Wake wie Tom vor ihm im Cauldron Lake verschwunden. Und an dieser Stelle wird meine Arbeit hypothetisch. Sankt er im See verschwand, wurde Thomas Zane angeblich von mehreren Leuten des Glaubens gesehen. Ich sehe darin einen Hinweis darauf, dass die Personen im See nicht gänzlich fort sind. Ich nehme an, dass Wake eines Tages auch zurückkommen wird. Trotz des Grolls, den ich gegen den Mann hegen mag, kann ich sein Talent und seine Entschlossenheit nicht wirklich leugnen. Daraus habe ich geschlossen, dass der See und der dunkle Ort auf seinem Grund nicht so weit von dieser Welt entfernt sind, wie ich es vermutet hatte. Da ich mir bewusst bin, was mich erwartet, ich mich gründlich vorbereitet habe und mir meine außerordentliche Bildung zugute kommt, halte ich mich für ungleich besser vorbereitet als Tom oder Wayne. Wie auch Sie sollte ich also dieses dunkle Reich betreten und dennoch zurückkehren können. Nun fehlt nur noch der Tauchgang. Er macht mir Angst. Das ist wahr. Doch das ist die Bürde des Wahrheitssuchenden. Morgen werde ich mich in die Finsternis stürzen, auf das mich das Licht des Wissens leite. Es ist Zeit für einen Durchbruch, bis ich zurückkehre. Ja, hat nicht so gut geklappt, wie ich mal behaupten. So, theoretisch müsste ich das da drüben... Okay. In der Theorie kann ich jetzt eigentlich dorthin. Ich müsste nun auch an diesem verrückten Nein vorbei. Das Federal Bureau of Control! Ja, Kontrolle hast du überhaupt keiner mehr, Junge. Er geht nur auf mich, der andere Ranger. Ja, der rennt einfach nur zu mir. Ne? Ja, Junge, du bist irgendwie ein Monster geworden. Man kann es leider nicht ändern. Da drüben ist das nächste Teil. Okay. So. Sieht jetzt schon mal gut aus. Aber er geht nicht gleich auf mich, das ist interessant. Bright Force 1976, Zusammenfassung. Ein unbestätigter Grenzbereich manifestierte sich am Cauldron Lake, Washington. Die Einwohner von Bright Force hatten sich auf den Feldern südwestlich des Städtchens versammelt, um das jährliche Hirschfest zu feiern. Augenzeugen zufolge hatte den ganzen Tag lang die Sonne geschienen, was die regionalen Wetterberichte auch bestätigen. Dann zog ohne Vorwarnung bei der Anderson Farm ein Gewitter auf, und ein Wirbelsturm bildete sich über Cauldron Lake. Der folgende sintflutartige Regen löste eine Sturzflut aus. Es war wie die Nacht am Tage, Augenzeuge aus, was auch immer. Frank Breaker, der Sheriff von Bright Force, ein ehemaliger Agent der Behörde,
sie angestellt, Akte, was auch immer, konnte die Besucher in Sicherheit bringen, während die Flut das Festgelände zerstörte. Das Fest wurde einen Tag früher als geplant abgebrochen. Aufgrund eines Mangels an Behördenpersonal vor Ort kann das Ereignis nur schwer als AWE eingestuft werden. Die Ähnlichkeit zu anderen bekannten Ereignissen im Gebiet von Bright Falls lässt die Aussagen der Stadtbewohner jedoch glaubwürdig erscheinen. Okay. Alter, wo bist du, hässlicher Typ? Okay, dort. Nice. Oh. Oh. Nicht weichen! Angreifen! Okay. Was gehst du an, Junge? Jedenfalls habe ich jetzt das irgendwie bekommen. Ja. So. Dann wird das auch erledigt. Er schießt ihn an. Lustig. So. Er schießt ihn an. Nice. Ignoriert er mich dann? Interessant zu wissen. Bright Falls, 1976. Zusatzbemerkungen. Am Tag der Überflutung probte die Rockband Old Gods of Asgard auf einem Feld außerhalb der Anderson Farm den Bauernhof der Bandmitglieder Odin und Thor Anderson. Beide gaben zu, dass sie in diesem Zeitraum stockbetrunken gewesen waren, da sie zur Feier des Hirschfestes tagelang ihren schwarzgebrannten Alkohol getrunken hatten. Nachdem die Stadtbewohner von dem gefluteten Feld evakuiert werden konnten, bat Freya Anderson, die Tochter von Thor Anderson, Sheriff Breaker nach ihrem Vater und Onkel zu sehen. Breaker fuhr zur Anderson Farm und fand die Bandmitglieder, die zwar am Leben waren, aber medizinische Hilfe benötigen. Thor Anderson war vom Blitz getroffen worden und Odin Anderson hatte sich selbst ein rechtes Auge herausgeschnitten. Welche Anspielung auf nordische Gottheiten, was auch immer und was auch immer. Sie behaupten, dass sie gegen eine dunkle Armee der kratzenden Hexe, die sich aus dem Cauldron Lake erhoben hatte, gekämpft und sie tapfer besiegt hätten. Siehe AWE von was auch immer, 1970. Das sie in Verbindung mit dem vermutlichen was auch immer bei der Divers Eisel steht. Auch wenn das unmöglich verifiziert werden kann, sind diese einzige wiederkehrende AWE in Bright Falls und das, was auch immer, an Cauldron Lake relevant. Odin und Thor Anderson werden als wichtige Personen eingestuft. Ja, gut. Okay. Da darf ich anscheinend nicht gleich hin. Flankenmanöver! So, wo? Was muss ich noch machen? Stelle die Stromzufuhr wieder her, ja. Sieht ja eigentlich. Ah ja! Flankieren! Die Frage ist nur, wo kann ich den Strom eigentlich wieder einschalten? Feuer! Finde deine Öffnung!
Hm. Ah, hier. So, jetzt bin ich dran. Oh, oh, Lexen hatte recht. Eine Schönheit sind sie nicht, Dr. Huff. Oder was auch immer das war. Alter, was war das? Okay, das geht mich ziemlich leicht. Alter. Ja. Ich glaube, da sollte ich eher nachdenken, was ich als Waffe benutze. Ich glaube, da wird sogar eher der Dreh. Genauigkeit? Dann nur Genauigkeit. Feuerrate. Was könnte ich eigentlich nehmen? Na, ich wäre fast intelligenter, wenn ich mir noch mehr Leben gönnen würde. Okay. Ah. Okay, jetzt sehe ich ja schon was. Das ist auch cool. Aber auch nur so hier. Alter, dieser Typ ist so hässlich. Okay, man kann sich einen Typen gönnen. Ich brauche einen Ranger an meinem Standort. Sofort. Hey ho. Okay. Es ist eine Ehre, Direktorin. Ja, hätte es mitfahren können. Feuer!
Wo? Alter, was? Alter, wo ist der Typ? Okay. Also ich muss wieder die Teile wahrscheinlich. Komm schon. Okay. Okay.
So, stirb doch, Mann, stirb doch. Ach, komm schon. Ach, echt jetzt? Komm schon, Hartmann. Verdammt. Schon. Warte. Das gegen den Impuls. Und dann kann ich den Typen eigentlich... Oh, das war eine Kackidee. Okay. War jetzt nicht unbedingt das Intelligenteste von mir. Besonders wenn der Typ hier noch da ist. Der muss gerade dort abhängen. Echt jetzt. So, wo ist er nun? Ich schätze noch immer, dass er dort ist. Ah, er hat sich wieder vollkommen aufgefüllt. Alter, wie kann ich den Arsch eigentlich ja kaputt bekommen? Es wird schwierig, weil ich müsste ja theoretisch. Ein Lichtlein mehr. Gut. Da muss ich wieder verdammt schnell sozusagen sein.
Du. Ah, nicht schon wieder. Okay, Hartman ist nicht so geil, ganz ehrlich. Ist richtig schwer, gegen den Typen zu bestehen. Weil man ja... Ja, irgendwie... Nein! Nein! Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen Hartman schlagen könnte, ohne dass das jetzt irgendwie ganz komisch wird, also... Mehr Energie? Weiß ich nicht jetzt, ob mich das jetzt irgendwie retten würde. Mehr Objekte schleudern wäre, glaube ich, das... schwierig. Ich könnte da natürlich mit den Übernehmern spielen und so weiter, aber... Müsste ich erst am Meer fliegen? Schwierig. Schwierig. Herstellen. Ich habe sowieso keinen, kann ich einen Lader herstellen, ne? Der Lader. Impuls ist zwar nicht schlecht. Metterer. Ja, da ist halt die Frage, was ich dann am besten nehme, ne?
Naja. Ich würde dennoch sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst Like da, lasst Abo da, lasst Kommentar da. Ich bin mir am Überlegen in der nächsten Folge. Hartmann, ja, nein. Vielleicht erst später. Wir werden es jedenfalls sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.